So, wir sind ja in Berlin. Tachchen, sage ich. Und hier stehen wir vor dem 65 Zoll Disney limitierte Edition, die es nur 100 Mal gibt. Ein wahnsinniges Gerät, weil es natürlich ein Frame. Was zeichnet unseren Frame aus? Der ist erstmal matt. Es ist ein mattes Display, was es so in der Form noch gar nicht gibt, ohne dabei Kompromisse in der Bildqualität zu machen. Da scheiden sich natürlich immer die Geister. Es gibt, einige sagen, ja, so ein Glossy ist irgendwie cooler und schöner und ist irgendwie kontrastreicher. Aber wir haben es geschafft, mit einem matten Display eine wahnsinnige Funktion oder eine Display-Technologie einzuführen, die keine Kompromisse in der normalen Bildqualität hat, aber einen wahnsinnigen Mehrwert bietet bei Standbildern. Und hier sieht man eine Mickey Mouse-Auszeichnung oder ein Mickey Mouse-Bild. Bei dieser Ausgabe gibt es ungefähr 100, deswegen auch das der 100. Gibt es 100 Bilder, die vorinstalliert sind und die man als Art oder als Kunst einfach abspielen kann. Diese Disney-Ausgabe wird es bei uns exklusiv im Samsung eStore geben. Und wir denken, dass diese 100 Geräte bald nicht mehr verfügbar sind. Und wer daran Interesse hat, sollte sich möglichst rasch einen zulegen. Was wir gerade bei der Disney 100 Jahre Jubiläums-Edition gesehen haben, kann man hier nochmal komplett erleben. Und zwar, der neue Disney ist ja matt. Vom Display, das sieht man hier auf der rechten Seite. Und die konventionelle Technologie, die wir auch früher bei den Frames haben, die sieht man hier auf der linken Seite. Der ganz, ganz große Vorteil ist, der Fernseher, der neue Frame, ist fast zu 100% entspiegelt. Das hat den ganz großen Vorteil, nicht nur, dass die Bilder wie Bilder aussehen, sondern auch in einem alltäglichen Fernsehkonsum hat man keine störenden Reflexionen, die gerade von hinten, von der Seite oder durch störende Außenbeleuchtung kommt. Ich glaube, das sieht man wahrscheinlich auch bei der Aufnahme. Hier sieht man es ganz deutlich an der Reflexion dieses Lichtes. Da drüben sieht man die Reflexion eigentlich fast gar nicht. Genau, zum Beispiel hier ist ein komplett mattes Display. Und hier total glänzend. Genau. Wir stehen hier vor unserem 85 Zöller. Wir haben jetzt sehr, sehr viele Fernseher in den Super-Size-Größen eingeführt. Nicht nur für den 4K-Bereich, sondern auch für den 8K-Bereich. Was das Besondere an dem 85 Zöller ist, das ist Neo QLED, also mit der Technologie, die wir sozusagen auch bei den 65er, 75er oder 55 Zöllern haben, haben wir auch natürlich bei den 85 Zöllern verbaut. Das Gute ist, dass wir, und da müssen wir einen kleinen Schwenk vielleicht auf die Seite machen, wir haben einen super Neural Quantum Prozessor, ist sehr schwer auszusprechen, aber was dahinter steckt ist, dass wir mit dieser Prozessorleistung eine super Ansteuerung unseres Panels ermöglichen und damit können wir auch, ich sage jetzt mal, minderwertigen Content sehr gut upscalen auf eine Größe bis zu 85 oder 98 Zoll. Und da macht natürlich 8K auch Sinn und wenn man native 8K-Inhalte hat, dann kann man die sogar auf einen 98 Zoll 8K Neo QLED in einer perfekten Qualität genießen. Ja, was man sieht hier auch das AR Energy Saving Logo. Je größer ein Fernseher ist, desto mehr Strom verbraucht natürlich ein Fernseher. Und mit dem Energy Saving über SmartThings Applikation und über die verbauten Sensoren, die wir haben und über die intelligente Bildansteuerung kann man bis zu 10% Energieeinsparungen bei eigentlich gleicher Bildqualität ermöglichen. Hat den ganz großen Vorteil, man muss gar nicht darauf achten, irgendwie die Helligkeit oder irgendwas an dem Fernseher einzustellen. Das läuft alles automatisch mit einer sehr smarten KI-Lösung. Ja. Super interessant sind natürlich die 98 Zöller, die wir in verschiedenen Auflösungen haben. Das Spitzenmodell ist natürlich 8K. Hier steckt die volle Powerleistung drin und natürlich die höchste Auflösung ist gerade für Menschen, die relativ nah an dem Fernseher dran sind und trotzdem ein sehr großes Bild vor sich haben, die eigentlich die beste State-of-the-Art-Lösung, um perfektes Fernsehen zu genießen. Die, ich sage jetzt mal, kleinere Variante ist die 4K-Lösung, die ich auch vorhin kurz erwähnt hatte, gibt es auch in 98 Zoll. Und auch in dem Einstiegsbereich QLED haben wir auch einen 98 Zöller.
Also super große Fernseher, die sozusagen für jeden Need, für jeden Bedarf und auch für jeden Geldbeutel zur Verfügung stehen. Gerade der 98er QLED für den Einstieg in den QLED-Bereich ist der Q80. Der bietet ein hervorragendes Bild für diese Größe. Also ja, sieht man hier, glaube ich, ganz gut. Und oftmals stellt man sich ja auch die Frage, hole ich mir lieber einen Beamer oder hole ich mir einen Fernseher, hole ich mir einen Laserbeamer oder hole ich mir einen Freestyle. Wir bieten für jeden Geschmack im Prinzip die richtige Lösung. Ich bin ein Freund von brillanter und sehr hellen Bildern, deswegen würde ich mir zu Hause eher, wenn ich die räumlichen Möglichkeiten hätte, eher einen Fernseher zusammen an die Wand hängen. Aber man kann auch durchaus auf einen Laserbeamer zugreifen. Dafür braucht man aber eine Leinwand und hat dann andere Kompromisse. Und unsere Philosophie ist es, jeder kann sich im Prinzip seine Technologie aussuchen und so, wie es halt zu Hause passt. Ja. Ja, dieses Jahr sind wir mittlerweile schon in der zweiten Generation OLED-Fernseher. Wir haben die sehr, sehr erfolgreich letztes Jahr eingeführt in 2 Zoll Größen, in 55 Zoll und 65 Zoll. Dieses Jahr präsentieren wir 2 weitere Größen, einmal in 77 und einmal in 83 Zoll. Ist natürlich ein Markt oder entspricht auch unserer Philosophie, auch in die superlativen großen Bildschirmdiagonalen reinzugehen. Und mit OLED ergänzen wir unsere Neo QLED-Serie perfekt mit der OLED-Technologie. Auf der anderen Seite sehen wir den S95C, den wir dieses Jahr eingeführt haben, auch in 77 Zoll. Da können wir mal kurz hingehen. Das ist natürlich unser absolutes Sahnestück. Hier gibt es eigentlich nichts zu vermissen. Der verfügt über eine One-Connect-Box, der hat eine sehr, sehr gute Größe, der für sehr viele Wohnzimmer natürlich geeignet ist. Der hat verfügt über einen perfekten Schwarzwert, einer sehr, sehr guten Entspiegelung, die fast matt ist, und über ja, perfekte Schwarzwerte. Und mit dem Quantum-Prozessor können wir natürlich Farben erreichen, die man sonst, ich sage jetzt mal, mit klassischen OLEDs nicht so darstellen kann. Und ja, was gibt es noch zu den Produkten zu sagen? Gibt es in 3 Größen, 55, 65 und 77 Zoll. Hat das volle Smart-TV-Paket, verfügt über den Gaming-Hub, was natürlich mit einem OLED natürlich auch sehr viel Sinn macht zu gamen. Und die One-Connect-Box hatte ich erwähnt, die kann man dann auch entsprechend entweder direkt an den Fernseher integrieren oder versteckt die separat in einen sehr dezenten, vielleicht in einem Sideboard oder so. Ja, den 77er haben wir jetzt vor kurzem eingeführt. Ergänzt werden diese Premium-OLEDs mit den 83 Zoll und 77 Zoll aus einer anderen Serie. Und damit haben wir ein sehr, sehr, sehr starkes OLED-Lineup, was wir dieses Jahr eingeführt haben. Also hier stehen wir vor dem Herzstück unserer Display-Technologie, die Micro-LEDs oder MLEDs. Wir betiteln das The One and Only und der Name ist auch Programm oder der Slogan, weil Micro-LED das Beste vereint, was alle bisherigen Bildschirmtechnologien bieten. Den perfekten Schwarzwert, perfekte Betrachtungswinkel, Langlebigkeit, eine unendliche Bildschirmgröße und vor allem eine Helligkeit, die es sonst bei keiner anderen Display-Technologie bisher da ist. Und wenn man diese 4 Eigenschaften sich jetzt mal anschaut, sieht man sofort, dass man in dieses Bild eigentlich sieht man keinen Unterschied mehr zwischen Realität und ausgestrahlten Bildern, weil das so natürlich aussieht. Und jetzt können wir auch dieses Jahr alle 4 Bildschirmgrößen, die wir anbieten, also von 76 Zoll bis 140 Zoll, können die Kunden jetzt auch bestellen. Die erste Frage, die uns natürlich gestellt wird, ist, wie teuer ist ein Micro-LED? Wir haben Stand heute zu IFA noch keinen Preis, also keinen definierten Preis. Dadurch, dass es eine Innovation ist und auch eine neue Display-Technologie, werden wir diese Preise auch in Kürze übermitteln. Aber was wir aber schon sagen können, ist, man kann diese Geräte schon bestellen. Die werden dann on-demand hergestellt und dann auch entsprechend angeliefert.
Also hier stehen wir nicht am VW-Stand, sondern in unserer Lifestyle-Ecke, weil hier zeigen wir, dass unsere neuen Freestyles total cool mobil sind. Das heißt, man kann beispielsweise in so einem Caravan einfach eine kleine Leinwand sich basteln. Eigentlich braucht man das gar nicht, weil wenn man eine weiße Verkleidung hat, dann stellt man den Freestyle einfach auf, der adjustiert das Bild automatisch und man hat die perfekte Größe und das perfekte Bild in einem mobilen Caravan oder beziehungsweise in einem Van. Super cool. Wir werden jetzt zwei neue Freestyles beziehungsweise eine neue Freestyle Range einführen. Den ganz großen Vorteil, dass jetzt auch der Gaming Hub mit vertreten ist und man hat eine sogenannte Smart Blending Funktion. Und die Smart Blending Funktion schafft es dann, ein Bild auf 160 Zoll zu erzeugen. Dafür braucht man allerdings zwei Freestyles und die kalibrieren sich automatisch, muss nichts weiteres tun, außer den Inhalt einzuspielen und man hat ein 160 Zoll Film-Kino-Erlebnis. Ja, wie man sieht, ich bin nicht so der gute Zocker, aber was hier nach einem Kabel aussieht, ist eigentlich nur ein Sicherheitskabel, damit das Joypad nicht geklaut wird. Wir haben in jedem Fernseher von uns seit vorletztem Jahr den Gaming Hub integriert und das Coole ist, dass wir auch nachträglich den Gaming Hub auf ältere Legacy-Geräte oder auf Geräte, die wir bereits verkauft haben, abgedatet haben. Der große Vorteil, ich glaube, das sieht man hier schon ganz gut, ist, dass man wireless ohne eine Konsole in einer sehr guten Qualität spielen kann. Wir haben Kooperationen mit den relevantesten Spieleanbietern. Und ich glaube, das sieht man hier schon ganz gut. Man kann eigentlich jedes Game per Cloud Gaming, per Knopfdruck nutzen. Genau, das Coole ist auch, wir haben auch ein Splitscreen. Gerade bei den 8K-Fernsehern sogar bis zu 4 Screens, die man nach Belieben unterteilen kann. Hier könnte man beispielsweise ein YouTube-Video laufen lassen, vielleicht auch Spiele-Videos, die man gerade sich anschauen will. Parallel kann man noch ein bisschen den Browser öffnen und das eigentliche Geschehen dann auf einem größeren Split-Screen dann nutzen. Und die einzelnen Multiscreens, die kann man auch verschieben oder auch verkleinern. Wenn ich dieses Bild ein bisschen kleiner haben will, dann kann ich das ein bisschen runterziehen und die anderen Fenster dafür ein bisschen größer machen. Hat den ganz großen Vorteil, dass ich beispielsweise beim Spielen über eine Kamera, über eine Webcam, dann auch gleichzeitig chatten kann und mit Mitspielern über Spielergebnisse oder Spielverlauf mich unterhalten kann. Das Ganze fängt schon bei den UHD-Geräten an. Also man muss jetzt keinen 8K-Fernseher kaufen, um dieses Erlebnis zu haben, sondern kann auch ein Einstiegsgerät UHD 55 Zoll sich kaufen und den Gaming Hub nutzen.